kann ich nicht noch ein wenig länger bei euch bleiben? Unsere Zeit zusammen war immer recht erquicklich. Was soll's, vielleicht sehen wir uns ja mal wieder. Ja, das ist immer ein bisschen ärgerlich, weil man will den Leuten helfen, aber man weiß nicht, ob sie sich denn anschließen wollen oder nicht. Weil wir haben ja eigentlich keinen Platz mehr. Aber gut, wir wissen jetzt von jeder Menge Worgen, die uns angreifen. Nein, wir wissen jetzt von einem Piratenschatz im Süden von Kerzenburg. Also genau da, wo wir jetzt sind. Und sie hat von einem Gewölbe gesprochen. Vielleicht meinen sie den Turm. Das heißt, der Turm wird von irgendeinem Wesen bewacht. Das ist auch nicht sehr hilfreich. Ein dämonisches Wesen, ein untotes Wesen, ein Hamsterwesen. Naja, werden wir sehen. Jetzt erledige ich mir kurz die Worge und dann sprechen wir sie an. Hoffentlich will sie nicht auch noch mit. Und dann wird erstmal geschlafen, damit sie ihren Blitzzauber hat. Und dann suchen wir den Turm. So, du musst sterben. Genau. Und sie ist hier alleine, also es ist kein Überfall. Hoffen wir mal. Freut mich, euch zu sehen. Wer seid ihr denn? Ah, ihr seid sicher große Abenteurer. Das kann ich von euren Händen ablesen. Sie sind von Magie befleckt und zeugen von der Anstrengung beim Heben der Waffen. Okay, sie sagt, wir sind entweder ein Magier oder ein Krieger. Ja, eins von beiden ist man irgendwie immer, oder? Dem normalen Auge bleiben solche Merkmale vielleicht verborgen, aber ich kann sie deutlich sehen. Wie ich überhaupt vieles deutlich sehen kann. Wie wär's mit einer Beratung? Ein bisschen altmodisches Handlesen gefällig? Es ist mitten im Regen und wir sind umgeben von Worgen und Wassernymphen. Und du willst meine Hand lesen? Oder ein bisschen Zigeunerzauber, um euch den rechten Weg zu weisen? Nee. Das ist aber zu ungehobelt. Na gut, gegen ein wenig Deutung eurerseits habe ich nichts einzuwenden. Hier ist meine Handfläche. Was sagt sie euch? Lasst mal sehen. Interessant. Obwohl ihr jetzt ein hartes Leben führt, zeugen eure Hände davon, dass ihr es nicht vor allzu langer Zeit leichter hattet. Ja, wir haben wahrscheinlich jetzt jede Menge Schwielen an den Händen, die wir vorher niemals hatten. Es hat euch wohl erst kürzlich auf die Straße gezogen. Ich möchte nicht eure Meinung zu meiner Nagelpflege hören. Nein, soweit habt ihr ja recht. Ja, fahrt nur fort. Das habe ich mir gedacht. Lasst mich nun etwas genauer hinsehen. Zeigt mir eure Lebenslinie. Ich sehe den Einfluss eines Gelehrten und dass ihr gut ausgebildet seid. Sie hatten wohl einen großen Gelehrten als Mentor. Vielleicht jemanden, der auch beträchtliche Macht hat? Langsam ist sie zu nah dran an der Wahrheit. Und vielleicht versucht sie auch noch rauszufinden, wer wir sind, weil sie noch eine Attentäterin ist. Ja, das glauben wir wirklich. Also sagen wir, oh, hört auf mit diesem Spiel. Ich möchte es nicht weiterführen. Wenn es das ist, was ihr wollt, dann soll es so sein. Ich sollte in Zukunft allerdings etwas freundlicher zu alten Zigeunerfrauen sein. Sie meinte wohl, ihr solltet in Zukunft nicht alle würdigen eure Abfuhr so gutmütig aufnehmen wie ich. Lebt wohl. Sie war wohl doch keine Attentäterin. Whoops. Ja, wir werden schon ein bisschen paranoid, was das angeht. So. Ausgeruht. Neuen Zauber gelernt. Auf zu dem Gewölbe, das bewacht wird von einem Wesen. Ach ja. Ja, so ein Dialogsystem wie bei Wizardry 7 oder 6 hatten das, glaube ich, beide. Das wäre richtig praktisch. Ups, was ist das? Oh, mehr, Entschuldigung. Also so ein Dialogsystem wäre echt praktisch. Weil da konnte man irgendeinen Text eingeben, der gerade einfällt, zum Beispiel Hallo, dann kommt eine Begrüßung oder man konnte nach einzelnen Personen fragen direkt und die anderen NPCs haben darauf dann reagiert. Das macht einiges wesentlich leichter. Weil hier hätten wir zum Beispiel die Dieben fragen können, was für ein Wesen, hätte sie uns was sagen können. Aber naja, man kann nicht alles haben. Das sind nur ganz normale Wölfe.
und zusammenbleiben. So, den der auch noch. Oh, ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Ah, komm schon. So. Allzu groß kann der Turm ja nicht sein, wenn wir ihn immer noch nicht gefunden haben. Hm? Kann ich irgendwie behilflich sein? Ja, wer bist denn du? Ich weiß, warum ihr hier seid. Aus demselben Grund, aus dem alle die anderen herkommen. Und ich gebe euch dieselbe Antwort wie ihnen. Ich weiß nicht, wann die Eisenknappheit zu Ende ist. Ich habe keine Ahnung, wem die Banditen unterstehen, und ich bin auch nicht daran interessiert, euch zu den Spieltischen von Baldur's Tor zu begleiten. Oh, sie ist also eine Seherin. Wie die Zigeunerin da wohl auch, hm? Na toll. Wofür sind eure Betrachtungen gut, wenn sie keinen praktischen Nutzen haben? Vielleicht sind eure Vorhersagen nicht so genau, wie ihr die Leute glauben macht? Nee, das wäre zu grob. Ja, versuchen wir es ein bisschen freundlicher mit derselben Kernaussage. Verzeiht mir, aber wenn ihr euch mit den Ereignissen des Tages nicht abgibt, welchen Zweck hat es dann, dass ihr in die Sterne starrt? Warum? Die Schwertküste ist keineswegs der Mittelpunkt des Universums. In den Reichen spielen sich Leben und Dramen ab. Gar nicht weit von hier gibt es Länder, in denen die Leute nichts von unseren Problemchen wissen und auch nichts wissen wollen. Hm. Und was ist mit diesen Landen? Welche Intrigen lauern jenseits unserer Grenzen? Also direkt hinter dem Südgebirge brauen sich gerade Probleme zusammen, gegen die unsere Sorgen vergleichsweise gering erscheinen. Hoch im Norden liegt eine Stadt, in der niemals Winter herrscht. Neverwinter. Eine Stadt, von der viele Jahre lang niemand etwas gehört oder gesehen hat, in die aber schon bald viele Bürger zurückkehren werden. Beides wird geschehen, und zwar ungeachtet unserer Probleme. Wir haben vielleicht große Sorgen, aber das dicke Ende kommt noch. Lasst mich allein, ich muss über vieles nachdenken. Okay. Also wieder ein Verweis auf ein neues Spiel, das rauskommt. Also damals. Bald rauskommt. So, hier ist schon mal ein Gebirge. Hier ist da der Turm drauf. Oh, wäre eine gute Stelle für einen Turm. Ah, ich höre Hobgoblins. Viele Hobgoblins. Oh, das ist eigentlich zu gut, um es nicht zu machen, da. Ein Feuerball? Ja, ein Feuerball. So, probieren wir es mal da. Autsch. Aber es hat gut gesessen. Ein bisschen zu gut vielleicht, aber ja. Ja, Feuerball schmeißen will gelernt sein. Ich bin aus der Übung. So, nicht weiter verfolgen. Nicht weiter verfolgen. Schön zusammenbleiben. So, da ist auch noch einer. Da ist noch einer. So. Hier. Da bist du. Auch wenn das eigentlich ganz schön Verschwendung war. Der Stab muss richtig was wert sein, weil wir haben bisher noch keinen anderen davon gesehen. Aber naja, ein bisschen Spaß muss sein. Wir könnten uns das nächste Mal in einer hohen Hecke umgucken, ob der da so einen Stab verkauft. Die kann man ruhig auf Vorrat haben. Kleinkram, Kleinkram. Oh ja, ein paar Schriftrollen sind immer gut. So. Das sieht aber echt aus wie so ein Weg zum Turm, oder? Oder ein Weg irgendwo anders hin, auf jeden Fall. Oder auch nicht. Sackgasse? Oder der geht hier rum weiter. Aber da ist gleich die Karte zu Ende. Ne, der Turm muss hier irgendwo sein. Direkt an der Schlucht. Das passt. So. Oh,
Düne hat Level Up und die haben alle gut Schaden bekommen. Ja, ja, wir sollten vorher heilen, bevor wir uns mit irgendeinem Wesen anbieten. So, nochmal heilen. Und nochmal heilen. Und nochmal heilen. So, bitte lass sie eine neue magische Kugel lernen. So, ein mehr davon. Und Feuerbälle. Schön, 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 schön. Die benutzen wir eh nicht so häufig. Dann nehmen wir lieber jetzt mal das da. So, und wir schlafen mal wegen den Feuerbällen, den Heilzaubern. So. Und speichern. Und hoffentlich ist da jetzt endlich der Turm. Ja, eindeutig zu viele Wölfe und Hobgoblins hier in der Nähe. Ich wollte eigentlich heilen. Minsk. Die Steine gehen auch schon wieder aus. Ja, das kommt wegen dem ganzen Kleinkram, den wir... Oh, sie hat fast gar keine mehr. Das kommt halt wegen dem ganzen Kleinkram, den wir zwischendurch töten. So, sie hat keine Pfeile mehr. So. Und es sind nur noch 5. Wo ist Khaled? Nein, Khaled. Böser Khaled. Genau. Ach ja. Immer einen Schritt vor, zwei Schritte zurück. Naja, nicht ganz, aber. Trotzdem nervig. Was haben wir hier? Die Schwertküste. Ja, das wissen wir. Wir wollen zu einem Turm. Oder zu irgendeinem anderen Gewölbe, wo ein Wesen vor ist und ein Schatz drin ist. Und hier ist die Klippe. Das muss ein Miniturm sein, wenn der hier noch ist. So, den hätten wir auch weg. Na komm, guck doch mal in die Ferne, wo der Turm ungefähr sein könnte. Geht's da runter? Nee. Ja, Sackgasse. Na. Na gut, ich schaue mich mal im Zeitraffer hier ein bisschen um. Bis gleich.